So, ich beschleunigen. Der zieht aber ordentlich davon hier. Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Mega-Highlight, das wir heute für euch hier als Video vorbereitet haben. Denn wir haben nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern drei nagelneue RS6. Sind aber ein bisschen unterschiedlich unter der Haube, auch wenn sie auf den ersten Blick gleich aussehen und nur die Farbe sie unterscheidet. Denn wir wollen euch heute die Unterschiede von einmal RS6 mit Serie, 600 PS, 800 Newtonmeter unter der Haube zu unserer ersten Leistungsstufe, nämlich Abt Power, ist hier verbaut. Dann sind wir bei stolzen 700 PS und 880 Newtonmeter. Und wem das immer noch nicht reicht, für den haben wir natürlich auch noch Abt Power R, die letzte und größte Stufe. Die ist hier im weißen RS6 verbaut. Das beinhaltet dann nicht nur unser Zusatzsteuergerät und den Kabelbaum, sondern auch einen veränderten Ladeluftkühler und auch noch einen modifizierten Turbolader. Plus Steuergerät ergibt dann 740 PS und 920 Newtonmeter. Also das hier ist die absolute Speerspitze von den drei Modellen. Und wir wollen euch heute zeigen, wie verhalten sich diese Fahrzeuge bei 0 auf 100, bei 0 auf 200 und dann zum krönenden Abschluss lassen wir sie auch noch im Viertelmeilerennen gegeneinander antreten. Deswegen glaube ich, haben wir hier die perfekten Bedingungen. Es ist eben, es ist schön, wir haben Platz, können uns austoben und jetzt gehen wir Vollgas. Wir machen es heute so, Leute, wir haben zwei Wege zu messen. Es gibt ja den verbauten Beschleunigungsmesser hier direkt in der Anzeige drin. Das heißt, ich kann direkt im Fahrzeug im Display das messen, aber ist klar, er macht das natürlich nicht über GPS, sondern was misst das Fahrzeug? Es misst die Radgeschwindigkeit und nimmt das als Referenz her. Gleichzeitig haben wir aber auch ein konventionelles GPS-Messgerät. 0 auf 100 stellen wir ein, machen hier direkt mal Start. 3, 2, 1, go! So, das heißt, wir sind hier schon mal ready. Dieses Fahrzeug, also jetzt sind wir ja im Serienfahrzeug, wir haben jetzt gerade 80 Kilometer Restreichweite, also ist auch relativ wenig Sprit drin. Das ESC komplett ausgeschaltet, RS2-Modus, volle Sportlichkeit und dann kann es losgehen. 0 auf 100 RS6 Serie, Launch Control. Boah, 3,634 sagt uns das GPS-Messgerät, 3,7 nur am Rad. Das ist das, was angegeben wurde, aber auch nicht mehr. Und am Rad tatsächlich ein Ticken weniger. Das überrascht mich sogar. So, dann kommt jetzt der zweite wichtige Wert, 0 auf 200. Alles ist eingestellt, alles ist bereit, wir geben Gas. Launch Control und los geht's. 100. Zieh und zack, 200. 12,118 laut GPS und 12,2 laut der Beschleunigungsmessung vom Radrädersensor. Also es zeichnet sich so ein bisschen der Trend ab, dass tendenziell GPS ein Ticken schneller ist sogar. Ich habe es ehrlich gesagt andersrum erwartet, weil ich dachte, Raddrehzahl hat ja kein Delay, sondern nimmt ja direkt das sauber mit. Ist vielleicht sogar akkurater irgendwie, aber ist nicht weit auseinander. Ne? Ist am Ende eine Rundungssache. Also, da haben wir unsere Werte und können somit jetzt die erste Powerstufe zünden. So, Leute. Jetzt haben wir unseren ersten Basis-Serien-Referenzwert. Also GPS war beide Male schneller wie das Inhouse-Digitalprogramm, Beschleunigungsmesser von Audi selber. Wir haben 0 auf 100 3,61 und 0 auf 200 12,118 gehabt. Na, das sind jetzt unsere Referenzen. Jetzt geht es weiter mit der ersten Powerstufe. Ich bin mal gespannt, was wir hinkriegen. Wir haben es im Straßenverkehr schon mal ausprobiert mit dem Beschleunigungsmesser, der verbaut ist. Da haben wir einen krassen Wert gehabt, aber man muss dazu sagen, man weiß natürlich nie so genau, geht es bergauf, geht es bergab. Und hier haben wir einfach eine saubere, ebene Strecke
und ordentliche Bedingungen und zwei Messgeräte. Deswegen denke ich mal, jetzt haben wir eine ordentliche Referenz und geben Gas. So, 0 auf 100 mit der Abt Power 700 PS Stufe, Launch Control. So, jetzt hat der hier schon mal schön verkackt hier. Was ist los mit der 6,1? Laut unserem Tacho haben wir hier jetzt mal 3,3. Und er sagt mir hier 6,1. Vielen Dank ans GPS an der Stelle. Und hier will er wieder nicht. Warum will er wieder nicht? Das ist leider echt ein Kackgerät, es tut mir leid. Wieso gehst du nicht, du? So, dann folgt jetzt die 0 auf 200 Messung mit der 700 PS Variante. Okay, 100. Und er drückt und drückt und drückt. Wo landen wir? Sagt er mir hier, aber das funktioniert doch schon wieder nicht ordentlich hier, der Kollege. Also es tut mir echt leid, Leute. Ich weiß nicht, was dieses GPS-Teil hier von uns möchte, warum er das nicht im Griff hat. Wir sind auf Flughafengelände. Ich weiß nicht, ob es teilweise deswegen nicht geht, aber hier stehen jetzt 11,6 und hier stehen jetzt 10,9. Ja, das, ein bisschen, das macht ein bisschen wenig Spaß hier mit dem Ding, aber ganz ehrlich, 10,9, ich denke, die interne Messung, die funktioniert. Das ist ein internes System. Ich gehe mal davon aus, dass es am Ende des Tages akkurat ist und GPS ist halt doch immer von Störfaktoren verfolgt. Ne? Komisch aber nur, dass es gerade beim ersten ging. Ich hoffe jetzt, vielleicht geht es beim zweiten wieder. Ich weiß nicht, aber 10,9, das ist schon mal ein guter Tacken. Schneller, das ist über eine Sekunde. Ne? 1,2 Sekunden, glaube ich, sind wir da schneller wie die Serie. Das ist schon mal ordentlich, würde ich sagen. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal die 740 PS Variante. Ich weiß nicht, ob das Auto hier verflucht ist und vielleicht es im anderen wieder geht. Wir hängen einfach das mal rein und schauen, ob es da besser funktioniert. Okay, Leute, jetzt die 740 PS Stufe. 0 auf 100. Wir geben Vollgas. Alles ist bereit. Launch Control. Ah. 3,2670 auf 100. Jo, ist doch mal ein stabiler Wert hier. So, 3,3 laut der Beschleunigungsmessung hier drin. So, das sind auf jeden Fall mal 4 Zehntel. 3,267, das ist unser 0 auf 100 Wert. So, 0 bis 200, alles ready to rumble. Wir starten. Jawohl, jetzt haben wir doch mal eine Ansage hier. 10,511 laut GPS und 10,4 in der Beschleunigungsmessung laut Audi. Das heißt, wir haben gegenüber der Serie mal 1,6 Sekunden gewonnen. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Wert, Leute. Nice, Mann. Geil, wie man so drin sitzt und so mitfiebert und so will. Ah, komm, schieb. Mega. Yo. Lass uns sehen. Hau raus. 10,5, Alter. 10,5? Ja, von 12,1 oder ja, 2. Also 10,5 ist ja mal krank. Ist krank, oder? Hier, warte. Hier 10,4 hier sogar. Laut Kollege Audi. 10,4. Geil. Not bad, Alter. Aber du bist auch, oder? Gut losmarschiert. Also ich meine, bei allen sieht es immer krass aus, finde ich. Aber ich finde, es ist auch echt schwer. Man hockt so drin, man fiebert so mit und so, aber man kann es gar nicht so genau einschätzen. Ist jetzt gerade gut, ist nicht gut, aber das ist schon ein geiler Wert. Ne? Ja. Das macht auf jeden Fall Laune. Somit, glaube ich, haben wir jetzt relativ stabile Werte, ne? An der Stelle. Erstmal sorry, Leute, dass es mit diesem GPS-Gerät bei der 700 PS-Variante nicht so hingehauen hat. Aber das Gute ist, dass wir zwei Werte haben. Somit, denke ich, haben wir da relativ gute und vergleichbare
Messwerte und auch so ein bisschen natürlich das, was wir erwartet haben, ne? Dass da eine Abstufung ist, dass natürlich bis 200 die Differenz deutlich größer ist wie nur bis 100. Aber ich glaube, das sind ordentliche Werte und jetzt sind wir bereit fürs finale Rennen. Ne? Die Sonne geht gerade schon ein bisschen unter, es wird etwas kühler und wir haben jetzt eine Viertelmeile hier abgesteckt. Aber ihr werdet natürlich auch sehen, wie wir gegeneinander so aussehen und greifen jetzt an und machen das letzte Race des Tages. So Leute, das letzte Race des Tages. Gleich geht die Ampel an. Erstes Licht, zweites Licht, okay. Auto vorspannen und... Boah, da war das Licht lange an. So, durch beschleunigen. Der zieht aber ordentlich davon hier. Jawohl. Boah. Ganz klarer Sieger, würde ich mal sagen. Ganz klarer Sieger. Mal schauen, wie die Reaktionszeiten von den Jungs waren. Im Spiegel sahen die mal fast gleich auf aus. Ich weiß nicht, ob Tobi rechtzeitig losgefahren ist. Klar ist auf jeden Fall, der hier geht am besten. Junge. So, will es nicht so überrascht tun. Das war eigentlich schon klar, wer gewinnt. Schau mal aus. Tobi, woran hat es gelegen? Matthias hat dich dafür zerstört. Ne? Ja, damit kann ich leben. Ich habe die Ampel gedacht, das dauert noch ein bisschen, bis das ausgeht. Ich habe ein bisschen mitgezählt. So. Zum Schluss. Hat er ordentlich. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ja. Mocky hat aber alles gegeben mit dem Serien-R6. Na Leute, so, jetzt glaube ich, habt ihr heute mal einen sehr, sehr sauberen und schönen Eindruck davon bekommen, wie die Zeiten aussehen. Ich glaube, das waren jetzt mal echt perfekte Bedingungen. 15 Grad, glaube ich, ist eine ordentliche Temperatur, also auch nicht zu kalt. Zwei Messverfahren, eins davon schmeißt man in den Müll, das ringt nicht auf. Aber nee, hat ja gut, das hat ja zwei von dreimal geklappt, muss man sagen. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt einfach mal schöne Werte. Ne? Ihr wisst Bescheid, alle drei Powerstufen sind am Start. RS6R ist am Start, volle Attacke. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Mitfahren an der Stelle. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Hause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.